Nein! Warum? Nein, bin so knapp. Manu. Ja, wenn ich das gewusst. Ich hatte es mit dem 6. und 7. als. Ah, oh, das tut weh. Also mein Bruder, mein ältester Bruder, der Christian, den ich immer liebevoll meine Schwester nenne, weil er sich wie ein Mädchen verhält. Der hatte ja auch schon so oft am Rücken Bandscheibenvorfälle und so. Und ich weiß, dass es von ihm, also ich weiß von seiner Seite aus, dass es echt mächtig weh tut. Also ich bin ganz froh, dass ich bis jetzt noch keinen Bandscheibenvorfall hatte, trotz meines Gewichts. Dass ich da noch bis jetzt verschont geblieben bin. Weil ich weiß ja, dass Übergewicht ja auch seinen Teil dazu beiträgt. Deswegen bin ich da ganz froh, dass ich bis jetzt wirklich noch verschont geblieben bin. Und die Rückenprobleme, die ich habe, die sind halt nicht darauf geschuldet, dass ich jetzt einen Bandscheibenvorfall habe oder so. Sondern eher darauf geschuldet, weil wegen meinem Übergewicht und so, ne? Und weil ich mir einfach auch selber viel, viel, viel Druck mache. Also wahrscheinlich auch manchmal viel zu viel drüber nachdenke, was falsch zu machen. Gerade in Sachen Atmung und so. Dass bei mir deswegen Schmerzen sind, teilweise. Das ist aber bei mir auch wahrscheinlich eher so der psychologische Effekt, ne? So, aber Bandscheibenvorfall hatte ich Gott sei Dank noch nicht. Wir können unsere Lichter wieder einstellen. Schaffen wir eh nicht mehr. Also ich möchte auch ungern mit jemandem tauschen, der Bandscheibenvorfall hat. Möchte ich gar nicht, wenn es geht. Beneide ich nicht drum, ehrlich gesagt. Warum läuft er jetzt nicht? Das Einzige, was ich mal im Halswirbel- und Rückenbereich hatte, war eine... Ja, wie soll ich sagen? Na toll. Das kam damals auch durch Sport. Ist das rausgekommen? Ich habe eine... Wie soll ich es erklären? Ich habe eine schiefe Halswirbelsäule. Sagt euch das was? Also, meine Wirbelsäule ist halt nicht so gewachsen, wie sie sein sollte als Kind. Wie es mittlerweile jetzt aussieht, weiß ich nicht. Ich habe jetzt grundsätzlich keine Probleme. Früher hatte ich Probleme. Jetzt Gott sei Dank nicht mehr. Ich habe damals durch eine Sportverletzung ist das rausgekommen bei mir. Ich habe damals ja Abwurfball gespielt in der Schule. Bin dann halt durch meine eigene Dummheit über mein Schnürsenkel gestolpert. Bin rückwärts da hinten geflogen. Hab den Ball dann noch gerade so gefangen. Bin aber dann mit meinen Halswirbel gegen die Bankkante gekommen. Sprich, ich bin dann halt mit meinen Halswirbel gegen die Bankkante. Ihr kennt ja bestimmt noch diese Schulbänken. Diese aus Holz. Und mit meinen Halswirbelsäule bin ich dann volle Pulle dagegen gekommen. So, und ja, dann hatte ich halt erstmal nichts weiter gemerkt. Hab dann ganz normal weitergespielt und nächsten Tag habe ich dann auf einmal meinen Hals nicht mehr bewegen können. Also ich konnte nicht mehr meinen Kopf drehen, konnte leider Gottes auch nicht mehr irgendwie mich schmerzfrei bewegen. Hatte extreme Schmerzen, wohlgemerkt. Und ja, musste dann halt notgedrungen in der Notaufnahme wochenends, wo sie mich dann halt geröntgt haben und rausgefunden haben, dass ich eine schiefe Halswirbelsäule habe. Und bis heute nicht klar ist, ob das jetzt durch den Sturz kam, dass sich da irgendwie was verrenkt hat oder so.
Oder ob das seit Geburt an war. Aber der Arzt von früher hat halt vermutet, er wusste das nicht. Er hat auch gesagt, da müsste man halt weiter untersuchen. Aber er hat vermutet, dass es seit Geburt an bei mir war. Der Fehler mit der Wirbelsäule. Und wie gesagt, dann musste ich 2 Wochen musste ich eine Halskrause tragen, weil ich halt im Wirbelbereich eine deftige Prellung hatte. Und musste dann die Halskrause tatsächlich behalten. Er sagte zu mir nämlich damals bloß, wenn ich Schmerzen habe, soll ich die Halskrause tragen. Weil die soll mir helfen, auch dass meine Wirbelsäule wieder gerade wird. Ja. Und wie gesagt, mir wurde gesagt, bis zum 21. Lebensjahr soll das im besten Fall verwachsen. Also das heißt, dass die Wirbelsäule sich während des Wachstums von alleine richtet. Sollte dies nicht der Fall sein, hätte ich operiert werden müssen. Und dann hätte man mir so ein Stahlding da reingebastelt, dass die Wirbelsäule dadurch gegradigt gewesen wäre. Also so wie es sein soll, halt praktisch quasi. Wenn ich dann noch Probleme gehabt hätte jetzt, ne? Aber ich habe jetzt die letzten Jahre allgemein keine Probleme gehabt. Also deswegen war für mich das kein Anlass, zum Arzt zu gehen oder so. Oder das nochmal genau untersuchen lassen, weil die Schmerzen im Halswirbelbereich, den ich die ich durch den Sturz seitdem hatte, sind da irgendwann auch weggegangen. Ich habe 2 Bandscheibenvorfälle von jedem Kind einen Vorfall. Okay. Durch die Belastung oder wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Durch die Belastung, die man als Frau, als schwangere Frau hatte oder wodurch kam das? Oder wie muss ich mir das jetzt wegen dem jeden Kind, also von jedem Kind vorstellen, Petra? Weil ich sag mal so, als Frau, wenn du schwanger bist, hast du ja schon eine Belastung, ne? Da trägst du ja nicht nur dein Gewicht, sondern auch das Gewicht deines Kindes mit. Und als schwangere Frau ist das nachher bewegungstechnisch auch nicht einfach. Das habe ich schon oft mitgekriegt. Auch bei meiner Schwägerin damals. Wo sie mit meinen Nichten schwanger war. Ist ja der 2. Hatte schon einen am Rücken. Vor 3 Monaten krank. War zum Schluss in der Reha. Kreißsaal? Woher? Kreißsaal? Wie kommst du jetzt auf Kreißsaal? Merkte. Mein Bauch war so dick von nach vorne. Ja, okay, also durch die Belastung, durch die Schwangerschaftsbelastung. Ja, gut, das kann passieren, ne? Das kann passieren, wenn dann die Belastung für den Körper einfach so hoch ist und man im Vorfeld vielleicht auch schon körperlich gearbeitet hat, wäre. Ich weiß ja nicht, ob du im Vorfeld schon körperliche Arbeit gehabt hast, die jetzt schon schwer war für deinen Rücken. Also weiß ich nicht, jetzt im Einzelhandel putzen, was gehört dazu? Schwer tragen, schwer heben. Ist ja nichts zu vergleichen mit einem Bürojob jetzt, ne? So wie ich jetzt. Ich habe ja jetzt einen Bürojob als Mediengestalterin. Ich werde wahrscheinlich in dem Punkt keine großen Probleme haben. Ich sagte ihm, er soll kommen. Habt ihr es ihm gesagt? Persönlich? Ja, ich höchstpersönlich. Ich fürchte, dass ihr mir nicht traut. Ich fürchte auch. Vielleicht kommt er mit den anderen. Gehen wir ein Stück. Gleich und gleich. Also, wie geht's im Palast voran? Offen gesagt, schwer. Roshiniko hält seinen Kreis geschlossen. Ich habe versucht, die Basis zu legen, machte Vorschläge. Aber er hört auf andere Stimmen. Dann müsst ihr härter arbeiten. Gelangt in seinen inneren Kreis. Sieh, das weiß ich. Aber es ist schwerer als erwartet. Und wie kommt das, Carlo? Ich weiß nicht. Es ist... Der Dusche mag mich nicht. Warum das wohl? Es ist nicht mein Fehler. Ich versuche ihm zu gefallen. Lerne, wonach es ihm verlangt und besorge es ihm. Die feinsten Konfitüren aus den Obstgärten Sardiniens. Die neueste Mode. Ja gut, wenn du bis 2 Tage vor deiner Geburt, bis 2 Tage vor der Geburt noch auf Kürbis gearbeitet hast, dann ist es kein Wunder.
Götter, ihr wisst ja nicht, wie das also, ist. Wenn du wirklich vor der Geburt deiner Kinder noch zwei Tage vorher noch gearbeitet hast und dann auch noch auf der Kirmes, wo man ja auch körperlich ganz schön gefordert ist, ja, dann ja, ist ja irgendwo kein Wunder, ne? Nein, und lasst mich ausreden. Ich schaff's. Wir können den Doge für unsere Sache gewinnen. Ich bin sicher. Ich brauche nur mehr Zeit. Zeit ist wahrlich nichts, was wir im Überfluss haben. Wird auf alle Importe von nicht lebensnotwendigen Gütern eine Abgabe fällig. Vielen Dank. Meine Füße tun mir weh. Können wir uns nicht irgendwo hinsetzen? Kennt ihr einen wirklich sicheren Ort für Gespräche wie dieses? Guten Morgen, Vetter. Signor Carlo? Wir dachten, Emilio sei bei dir. Emilio ist tot. Was? Wie? Der Assassine. Derselbe, der schon die Pazzi heimsuchte. Er ist hier in Venedig. So ist es. Kreisler, keine Probleme, ein Hochsackkind. Er könnte hier sein. Er könnte hier sein und wir würden es nicht ja mal merken. Gut, er ist nach der Geburt. Er erwischte Emilio in seinem naja, Palazzo. Das hat vielleicht auch einfach was mit dem Körper zu tun. Ne? Der Körper realisiert ja dann praktisch, wenn du praktisch aus deiner Arbeit raustrittst, das Kind geboren hast, dann kommt der Körper danach ja zur Ruhe. Es passiert diese Woche. Bleiben wir in Bewegung. Ne? Also, wenn der Körper zur Ruhe kommt, dann checkt der Körper erst, was eigentlich wirklich los ist. Er ist hier? Aus Rom? So sagt man. Gut, dann hat er sich vielleicht entschieden. Wofür entschieden? Wer von uns die Robe des Dogen überstreift? Ich wusste nicht, dass das zur Debatte steht. Die richtige Wahl ist für alle offensichtlich. Offensichtlich, ja. Es sollte der sein, der die ganze Operation organisiert. Der Mann, der die Idee hatte, wie diese Stadt zu retten ist. Taktisches Geschick ist nicht zu unterschätzen, guter Silvio. Aber Weisheit macht den Herrscher aus. Vergiss das nur nicht. Calma, calma, Amici. Bitte, das ist doch nicht nötig. Sollen wir ihn jetzt, nur noch folgen? Das ist doch nicht eure Entscheidung. Soweit wir wissen, wählt er womöglich gar keinen Barbarigo. Und warum nicht mich? Ich habe die ganze Drecksarbeit verrichtet. Basta, wir warten seine Ankunft ab. Seid ihr sicher, dass er kommt? Ja. Signori, wir sollten schneller gehen. Ich fühle mich beobachtet. Grazie, Dante. Wir folgen in deinem Tempo. Diese Wache war eine gute Wahl, Vetter. Wie viel habt ihr ihm bezahlt? Vielleicht nicht so viel, wie er verdienen würde. Er hat mir zweimal das Leben gerettet. Aber er ist nicht der Gesprächigste. Schluss mit dem läppischen Geschwätz. Wie die Urgroßmutter bis zum Schluss auf dem Feld nach Hause gebucht und in der nächsten Tag wieder raus. Vergebt uns, Maestro. Will nicht alle sonst ist das viel aus. So ist der Plan. Wo bleibt denn der Spaß? Roger Mocenico stirbt heute Nacht. Und wenn die Tat vollbracht ist, nimmt Marco seinen Platz ein. Meinen untertänigsten Dank, Maestro. Gut. Messer Grimaldi. Ihr steht Mocenico am nächsten. Eure Arbeit ist die wichtigste. Dient uns gut. Und es wird nicht vergessen.
Kommt mit mir. Ich will kein Blut vergießen, versteht ihr? Es muss aussehen, als wäre er selig im Schlafen. Natürlich, Maestro. Wann seid ihr ihm am nächsten? Ich habe freien Zugang zum Palast. Ihn mag nicht interessieren, was ich sage, aber er vertraut mir mittlerweile wie einem der Seinen. Bravo. Dann möchte ich, dass ihr in die Küche schleicht und sein Essen vergiftet. So sei es. Marco, könnt ihr uns kurzfristig ein passendes Gift besorgen? Fragt lieber meinen Vetter. Das ist für wahr eher sein Fachgebiet. Silvio. Zu euren Diensten, Maestro. Was könnt ihr zur Erledigung beitragen? Ich muss mich mit meinen Leuten auf der Straße beraten, aber vielleicht kann ich etwas Cantarella auftreiben. Ja, und was ist das? Die wirksamste Form des Arsens und sehr schwer nachzuweisen. Ah, va bene, va bene. Dann ist es entschieden. Wie können wir helfen? Ciao, Bello. Willst du ein paar neue Stellen lernen? Oh, du Banause! Du ekelst dich an! Was bist du? Ein Spanier? Sizilianer? Kannst du nicht das kleinste bisschen Kultur ertragen? Ein bisschen Spaß. So ein großer, starker Junge. Ein bisschen Gesellschaft. Ich sah gerade einem Optiker die Brücke überqueren. Eine Abgabe fällig. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das ist doch... Oh mein Gott. Vergebt mir, Maestro. Aber ist das muss mich ja auch bei 2 sonst ist nichts mehr so ein Stream am Wochenende mit den Details unseres Plans zu befassen? Ich halte es für angebracht, mich direkt zu involvieren. Die Pazzi enttäuschten uns in Florenz. Ich bete, dass ihr nicht dasselbe tut. Wann streamst du denn am Wochenende? Seid ganz unbesorgt. Die Pazzi waren ein Haufen Unfähiger. Die Pazzi waren eine mächtige und ehrbare Familie, zerschmettert von einem jungen Assassinen. Unterschätzt mir diesen lästigen Gegner nicht, der nun eure Stadt heimsucht. Oder dasselbe Schicksal ereilt auch die Barbarigo. Bitte erledigt das prompt. Gut, ich muss zurück nach Rom. Die Zeit läuft uns davon. Enttäuscht uns nicht. Ich bin ein Idiot. Ich hätte sie im Auge behalten sollen. Jetzt muss ich zu Antonio, falls es noch Hoffnung gibt, meinen Fehler wieder gut zu machen. Okay, aber das war ja so gewollt, ne? Werde heute nur mal reinschauen bei Pirates. Vielleicht durchs Dorf laufen, eine Aufgabe von Schamanen machen oder zwei. Verdammt, wollte nur mal reinschauen. Samstag nach dir vielleicht. Ja, warum nicht? Also, wenn du sagst, nach mir, dann stream ich am Samstag ab 10 Uhr. Und ja, wenn du denn magst, kannst du ja danach streamen. Dann gucke ich ja bei dir zu. Entschuldigung. Für mein Aufstoßen. Sonntag weiß ich noch nicht. Ja, wie gesagt, mach entspannt. Wenn du Sonntag streamst, dann streamst du. Und wenn nicht, dann nicht. Mach so, wie du es für dich praktisch für richtig hältst und machen kannst. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du streamst. Und ich schaue dir auf jeden Fall Samstag wieder zu. Und ja. Ich muss fort. Bleib zurück.
Ups, gab es Fisch, der Luft wollte. Ja, so können wir es machen. Okay. Ja, wie gesagt, ich möchte es halt einfach nur wissen. Weil, ja, ich würde ja gerne wieder zugucken dann und nicht, dass ich den dann jetzt verpasse, weil ich selber stream. Deswegen, also wenn wir uns da irgendwie absprechen können, dann ist es ja immer ganz gut. Ciao, bello mio, come stai? Bist du schon wieder zurück? Ah, zwischen den beiden geht was, ne? Cara, aber ich komme nicht zum Vergnügen. Ich muss Antonio sprechen. Es ist dringend. Antonio, Ezio ist hier. Ezio, ist alles in Ordnung? Carlo Grimaldi und die Barbarigo stecken mit einem im Bunde, den sie den Spanier nennen. Sie wollen den Dogen ermorden und durch einen der ihren ersetzen. Dann hätten sie ganz Venezia und die gesamte Flotte in ihren Händen. Und mich nennen sie kriminell? Dann werdet ihr mir helfen. Ich stehe auf eurer Seite, Bruder. Und mit mir all meine Männer. Und Frauen. Grazie, amici. Aber Ezio, ich muss euch warnen. Diesmal wird es nicht so leicht. Der Palazzo Ducale ist das schwerstbewachte Gebäude in Venedig. Ich komme überall rein. Und deshalb lieben wir dich, Ezio. Kommt, sehen wir es uns an. Uns fällt schon was ein. Oh Mann, ey. Wenn es beim ersten Mal nicht klappt. Hm. Warum verstehe ich das eigentlich gerade zweideutig? Vom 1.11. bis 7.11. habe ich Rest Solo, der nicht verplant war. Du Glückskind, ich möchte auch nochmal Urlaub. Ich habe erst Weihnachten wieder Urlaub. Manu. Ach, siehst du, ich habe vergessen, heute nachzugucken, wann ich, ob ich Silvester frei habe. Silvester sage ich schon, Halloween frei habe. Deswegen habe ich vergessen, nachzugucken. Hatte ich vergessen nachzugucken. Sie meint, sie liebt es. Ja, hm. In dem Moment habe ich auch so gedacht, okay. Schlimm. Obwohl mich ein solcher Verrat nicht mehr überrascht. Als ich klein war, erzählte man uns, der Adel sei gut und gerecht. Und ich glaubte es auch. Obwohl mein Vater nur ein Schuster war und meine Mutter eine Küchenmagd, strebte ich nach Höherem. Ich lernte fleißig, war beharrlich. Aber der Adel gab mir keine Chance. Wenn man nicht als Adel Weihnachten habe ich auch noch mal akzeptiert. Ja gut, also Weihnachten haben wir ja komplett frei, also ich glaube, das 22. ist der letzte Tag und Marco Barbarigo. Und dann haben wir bis neuem Jahr frei. Nein. Ich sage euch, wir sind es. Söldner und Huren. Während wir arbeiten, um die Stadt und ihr Volk zu retten, adligen sie zu ihrem Spielball. Schulurlaub, genau. Salute, come state? Wir müssen den Palazzo sorgsam erkunden. Jeden Winkel. Wir müssen einen Weg finden. Ich weiß von einem hohen Kirchturm hinter dem Palazzo. Oder vielleicht können wir die Rückseite der Basilika erklimmen. Habt ihr eine Idee? Ich schätze, die Vordertür scheidet aus.
Aber die Vordertür probieren wir auch, Klugscheißer. Gut, hier lang. Ist das nicht der Turm, den wir vorhin erklommen haben? Der Aussichtsturm?